Hallo Marius. Ich wollte dir nur viel Erfolg wünschen für deine Open Challenge. Du siehst konzentriert aus, fokussiert, das hoffe ich, das bist du auch. Ja? Ich hoffe, du vergisst nichts. Nicht alle Optionen, nicht, dass jemand bei dir eingreift und dir dein Schicksal verdirbt. Um der am längsten amtierende Shotgun-Champion zu werden, das wäre doch schlimm. Wirklich, das wäre richtig, richtig schlimm. Sei auf alle Optionen gefasst. Vergiss nichts. Ach so. Und nur zur Info. Back to the roots. Das vergesse ich nicht. Ja, wer bist du überhaupt, dass du mir mit so einem Ding hier anfängst? Kurz vor meiner Open Challenge. Bei 60 Carat hast du gegen Lucky Kid verloren, gegen diesen Wurm. Diesen Wurm habe ich letzten Sommer jede Woche platt gemacht. Ja? In der Zeit, wo du verloren hast. Ja? Gegen Lucky Kid habe ich ein WWE Smackdown Superstar Blatt gemacht. Und das macht mich jetzt schon zum besten Shotgun Champion aller Zeiten. Was ist dein Problem, hä? Weißt du, ich habe kein Problem. Ich habe wirklich kein Problem. Aber du, Marius, hast gerade ein Problem verloren, aber dafür ein anderes bekommen. Weißt du denn, das Leben ist manchmal wirklich, wirklich fair. Denn während du da draußen so glanzvoll den Shotgun Championship verloren hast, habe ich ein wirklich gutes Gespräch geführt mit dem sportlichen Leiter der WXW, Carsten Beck. Denn weißt du, Al-Ani und Dragunov treffen aufeinander. Und weißt du wo? In einer Stadt, die im Ganzen hinter mir steht. Und zwar bei True Colors, in meiner Heimatstadt Dresden.